Wir beantragen auch Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur zum Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Abbau von Bahninfrastruktur stoppen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für Ja, Claudia Roth hat es vorgetragen. Also es geht jetzt hier um die Bahninfrastruktur und genauer gesagt um zwei Anträge der Linksfraktion. Und der erste Redner dürfte von der Linken kommen. So ist es. Das ist eine Rednerin in dem Fall, Sabine Leidig. Sie ist die bahnpolitische Sprecherin der Linken. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Linke macht sich seit vielen Jahren dafür stark, dass die Bahn in der Fläche wieder ausgebaut wird. Wir brauchen viel mehr Regionalbahnen und Bahnhöfe, damit weniger Leute aufs Auto angewiesen sind. Und wir brauchen viel mehr Gleisanschlüsse an Betriebe und an Gewerbegebiete, damit weniger LKWs auf die Straße kommen. Nun erweckt der Koalitionsvertrag ja die Hoffnung, dass endlich Schluss gemacht wird mit dem Schrumpfkurs der Bahn. Bis 2030 wollen Sie die Fahrgastzahlen verdoppeln, Sie wollen den Deutschlandtakt und haben einen Masterplan Schienengüterverkehr. Aber, und das ist das Problem, bisher steht das alles vor allem auf dem Papier. Wir wollen, dass viel mehr in der Praxis passiert. Das Schneckentempo, das Sie vorlegen, reicht nicht. Es gibt unheimlich viel aufzuholen. Tatsächlich sind ja in Westdeutschland seit den 1960er Jahren tausende Kilometer vom Schienennetz abgebaut worden. Ganze Regionen wurden abgehängt. Und mit der Bahnreform von 1994 haben Sie angeblich vorgehabt, diesen Trend zu stoppen. Aber in Wirklichkeit ist gerade in den vergangenen 25 Jahren der größte Abbau vorgenommen worden. Über 20% der Gleise wurden stillgelegt, 80% der Gleisanschlüsse weg. Das ist eine wirklich katastrophale Bilanz. Und natürlich ist es erfreulich, und da spreche ich den Kollegen Dohnt an, der im Verkehrsausschuss so großartige Erfolge präsentiert hat. Natürlich ist es erfreulich, dass in Einzelfällen Bahnstrecken wieder fit gemacht wurden. Und wir sehen, dass das auch prima funktioniert. Aber ich bitte Sie, 7000 Kilometer verloren und 200 Kilometer zurückgewonnen. Das ist doch in Wirklichkeit kein Erfolg. Deshalb schlagen wir vor, dass ein Sonderprogramm für die Reaktivierung der Eisenbahn aufgelegt wird. Mit diesem Sonderprogramm, das der Bund auflegen muss, sollen Kommunen und Länder ermuntert, aktiviert werden und in die Lage versetzt werden, Strecken, Bahnhöfe, Gleisanschlüsse und Elektrifizierung schnell und bürgernah wiederherzustellen. Und zwar auch dann, wenn es sich erstmal nicht rechnet. Das Verkehrsministerium könnte dazu eine interaktive Streckennetzkarte ins Internet stellen, damit die Bürgerinnen und Bürger sehen können, was es da mal gab an Bahnstrecken. Das regt die Fantasie ungeheuer an. Ich kann das aus Hessen berichten. Wir haben da mal einen alternativen Verkehrsplan geschrieben und haben das auf Papier so gemacht. Und es gibt jetzt zum Beispiel eine Bürgerinitiative im westlichen Mittelhessen, ganz junge, engagierte Leute, die wollen, dass die Diezelhölzbahn wieder für den Personennahverkehr in Betrieb genommen wird. 16 Kilometer von Dillenburg nach Eversbach. Die haben sich wirklich viel Gedanken darum gemacht, wie ein Mobilitätskonzept für die Region daran angeknüpft werden kann, mit Haltestellen, mit Park-and-Ride-Parkplätzen und mit Buslinien. Und ich finde, dass auch solche Initiativen unbedingt Unterstützung brauchen, bevor ihnen die Puste ausgeht. Es gibt solche Bürgerinitiativen im ganzen Land. Teilweise jahrelang sorgen sie dafür, dass Bahnstrecken nicht zuwuchern, mit Gestrüpp und mit Unrat zugedeckt werden. Ich finde das total super und ich danke erstmal für dieses Engagement. Die Deutsche Bahn und auch die Bundesregierung ist immer noch darauf ausgerichtet, dass sich eine Bahnstrecke betriebswirtschaftlich rentieren muss. Und wir sagen, das ist kurzsichtig und kommt uns am Ende alle teuer zu stehen. Klimaschutz und Mobilität haben einen hohen gesellschaftlichen Wert. Und finanzielle Mittel sind ja genug da. Man muss nur die zusätzlichen Milliardeneinnahmen aus der Lkw-Maut von der Autobahn auf die Eisenbahn umverteilen. Denken Sie an Ihre Redezeit.
Dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, hoffe ich auf Ihre Unterstützung. Wir wollen die sozial und ökologisch gerechte Umverteilung auch beim Verkehr für klimafreundliche Mobilität, Elektromobilität, die vor allem auf der Schiene stattfindet. Vielen Dank, Danke. Sabine Leidig. Nächster Redner, Michael Dorn für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher, Abbau der Bahninfrastruktur stoppen, Bahnstrecken reaktivieren, die Titel der beiden linken Anträge, um die wir uns heute Nachmittag kümmern, die klingen ziemlich gut. Ziemlich gut. Insbesondere klingen sie gut, solange man sich nicht überlegen muss, wie man das alles bezahlen soll und ob sich das rechnet, was man sich so wünscht. Aber solche Fragen stellt sich die Linke hier im Hause ja nie. Aber ich habe trotzdem eine gute Nachricht, und die Frau Leidig hat ja selber schon darauf hingewiesen, der Abbau der Bahninfrastruktur ist doch schon seit 3 Jahren passé. Das Schienennetz wächst seit 2016 wieder. Die Frau Leidig hat es ja gerade selbst gesagt, die Trendwende ist geschafft. Und der Bund hat mit dem Investitionshochlauf für die Verkehrsinfrastruktur schon in der vergangenen Legislatur damit begonnen, die Mittel für Investitionen in die Schieneninfrastruktur zu erhöhen. Aktuell investiert Bund und die Bahn mehr Geld in die Schiene als jemals zuvor. Es sind zudem zahlreiche neue Bundesprogramme aufgelegt worden, um den Bahnverkehr in Deutschland zusätzlich voranzubringen. Dazu gehört auch Programme wie das Bahnhofsmodernisierungsprogramm aus der vergangenen Legislaturperiode. Darüber hinaus gibt es viele positive Beispiele für Kooperationen mit Kommunen, die Bahnhöfe übernommen haben von der Bahn und die jetzt besser dastehen als zuvor. Ich möchte auch hier noch mal dieses schöne Beispiel aus Osterburgen ansprechen. Solche Projekte könnten mit dem von Ihnen geforderten Stopp von Verkauf von Bahnimmobilien und Grundstücken gar nicht mehr realisiert werden. Das haben wir ja im Ausschuss schon eingehend diskutiert und diesen Antrag mit Ihren überholten Forderungen abgelehnt. Meine Damen und Herren von den Linken, Sie zeigen mit Ihren Anträgen nicht nur, dass Sie mit überholten Ideen von gestern arbeiten, Sie zeigen Ihre Rückwärtsgewandtheit auch, nämlich Sie wollen Zeit, Geld und Ressourcen, personelle Ressourcen dafür verschwenden, eine interaktive Karte zu erstellen, hochmodern, in die aber dann Strecken abgebildet werden, die es zur Mitte des letzten Jahrhunderts in der DDR und der damaligen Bundesrepublik einmal gegeben hat. Ist es nicht sinnvoller, die Ressourcen zu verwenden, um zu schauen, wo in Zukunft Streckenaktivierungen oder Ergänzungen, Neubauten geschaffen werden können, die das Netz ergänzen, effizienter machen oder Lückenschlüsse darstellen? Sie schreiben in Ihrem Antrag ja selbst, dass in Deutschland aktuell Strecken reaktiviert werden. Also ich verstehe nicht, warum auch Sie in Ihrem zweiten Antrag etwas fordern, was es bereits gibt. Und dann geben Sie uns noch ein weiteres Rätsel auf. Ein weiteres Rätsel. Sie fordern nämlich, dass unerwartete Steigerungen bei den Fahrgastzahlen in zukünftige Bewertungen mit einfließen. Aber wenn sie doch unerwartet sind, wie soll ich sie denn vorhersagen? Also wenn Sie mit Glaskugel und Kaffeesatz arbeiten, wir machen das nicht. Interessant sind auch Ihre Vorstellungen zur Finanzierung. Es soll einen Sonderfonds zusätzlich zu den Regionalisierungsmitteln eingerichtet werden, aus dem die Länder im Schienenpersonennahverkehr Verkehrsleistungen auf reaktivierten Strecken für zunächst bis zu 5 Jahre bestellen können. Das war jetzt ein Zitat aus Ihrem Antrag. Und meine Damen und Herren, wie Sie wissen, sind doch nach unserer verfassungsgemäßen Ordnung, die ja vielleicht bei Ihnen eine nachgeordnetere Rolle spielt, die Länder für die Finanzierung und Organisation des Nahverkehrs zuständig.
Trotzdem unterstützt der Bund mit den Regionalisierungsmitteln die Länder bei dieser Aufgabe. Und wir haben die in der vergangenen Legislaturperiode auf 8,6 Milliarden Euro pro Jahr erhöht, dynamisiert mit 1,8%. Im kommenden Jahr sind es schon 8,8 Milliarden Euro. Und zusätzlich werden wir die Mittel im Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, mit denen der Bund ebenfalls zur Verbesserung der Nahverkehrsinfrastruktur beiträgt, bis 2021 auf 1 Milliarde erhöhen. Und mit diesem Geld kann man dann auch die Dieselbahn unterstützen. Und jetzt zusätzliches weiteres Geld vom Bund für den Nahverkehr zu fordern, ist fast schon unverschämt. Ich finde, Sie sollten vielleicht auch dort, wo Sie was mitzumelden haben, haben Sie ja leider in zwei Ländern, darauf Einfluss nehmen, dass die das Geld für solche Projekte beispielhaft ausgeben. Dann können wir uns wieder darüber unterhalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael Dorn. Ende 2018 rügte der Bundesrechnungshof, die Deutsche Bahn spare bei der Instandhaltung von Gleisen, Brücken und Bahnhöfen, so lange, bis der Bund zahlen muss. Der Bundesrechnungshof verlangte solche und andere Schwächen in der Finanzierungsvereinbarung zwischen Bahn und Bund schnell zu beheben. Wolfgang Wiele von der AfD. Durchaus sinnvolle Anliegen wie die Erhaltung und Reaktivierung alter Eisenbahnstrecken kann man auch durch einen untauglichen Ansatz dann nicht voranbringen. Das beweisen wieder einmal die beiden Anträge der Fraktion Die Linke, über die wir heute sprechen. Grund und Boden alter Bahnstrecken durch eine Entwidmung für andere Zwecke freizugeben, das sollte in der Tat restriktiv gehandhabt werden. Darüber haben wir im Verkehrsausschuss bereits diskutiert. Man kann aber nicht so mechanistisch vorgehen, wie Ihr Antrag das vorsieht, und die Entwidmung mit Neubau hart koppeln, sozusagen Weiche um Weiche, Prellbock um Prellbock. Die AfD-Fraktion hat versucht, diese Idee mit einem Änderungsantrag auf eine solidere Basis zu stellen. Leider sind die anderen Fraktionen dem nicht gefolgt. Und so bleibt uns heute nur, der Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss zuzustimmen und damit den Antrag der Linken zum Thema Entwidmung abzulehnen. Manche Bahnstrecke, die schon stillgelegt war, aber nicht entwidmet, wurde durch den hartnäckigen Einsatz von Initiativen, Bürgermeistern und Landräten wieder zu neuem Leben erweckt. In all diesen Fällen ist es der große Einsatz vor Ort, der zum Erfolg führt. Mit einer plausiblen Idee kann man viele Unterstützer gewinnen, die auch Geldmittel für die vorbereitenden Schritte beibringen und einen Bahnbetrieb organisieren. Beim Personenverkehr schließt das in aller Regel eine Bestellung aus den, Kollege Dohnt hat sie schon erwähnt, Regionalisierungsmitteln der Länder mit ein. Mit dem Antrag auf der Drucksache 9076 soll nun aber auf Bundesebene ein Dukatenesel für solche Vorhaben aufgestellt werden. Damit wird die Verantwortlichkeit vor Ort aufgehoben und das Subsidiaritätsprinzip verletzt. Deshalb hält die AfD diesen Ansatz für falsch. Das würde nämlich dazu führen, dass auch abseitige Vorschläge, die vor Ort kaum jemand haben will, die Bundesdukaten in Gutachten oder sogar in die Bestellung von Zugleistungen locken. Nein, die Verantwortung für die Reaktivierung von Bahnstrecken muss vor Ort bleiben. Dort kann man den Sinn am besten beurteilen und wird die richtigen Prioritäten für die Finanzierung setzen. Einen sehr wichtigen Gedanken reißt der Antrag der Kollegen von der Linksfraktion zwar an, führt ihn dann aber leider nicht weiter aus. Ich meine die Betrachtung des Nutzens einer Bahnstrecke aus volkswirtschaftlicher Sicht. Für den Ausbau von Bahnstrecken kann es ja durchaus Bundesmittel geben, wenn der Nutzen die Kosten übersteigt. Bei der Berechnung des Nutzens gibt es Faktoren, die bislang unter den Tisch fallen, obwohl sie sehr bedeutend sind, insbesondere die Eignung einer Strecke als Ausweichstrecke. Erinnern wir uns, die Havarie an der Tunnelbaustelle in Rastatt im August 2017 hat dazu geführt, dass eine der wichtigsten Bahnstrecken Deutschlands
für 7 Wochen vollständig unterbrochen war. Viele Züge fielen aus, und für den Güterverkehr war das eine Katastrophe. Der volkswirtschaftliche Schaden wird auf 2 Milliarden Euro geschätzt. Eine Ausweichstrecke, die das vermieden hätte, hätte den entsprechenden Nutzen gehabt. Nur taucht dieser Nutzen in keiner der heutigen Nutzen-Kosten-Rechnungen auf. Natürlich weiß kein Mensch, wann und wo eine solche Katastrophe wie in Rastatt passiert. Aber für defekte Züge, kaputte Oberleitungen oder durch Hindernisse blockierte Gleise kann man sehr wohl Wahrscheinlichkeiten berechnen und auch für die Dauer solcher Störungen. Mit ein paar weiteren Rechenschritten kann man dann auch den Wert einer Ausweichmöglichkeit berechnen. Für die eine oder andere alte Bahnstrecke könnte dieser Nutzen den Weg zur Reaktivierung eröffnen. Dieses Thema, meine Damen und Herren, sollten wir in der Ausschussberatung mit dem größten Nachdruck vertiefen. Die AfD-Fraktion stimmt der Überweisung des neuen Antrags in die Ausschüsse zu. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Wolfgang Wiele. Die nächste Rednerin kommt von der SPD und ist die verkehrspolitische Sprecherin der Sozialdemokraten, Kirsten Lühmann. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, verehrte Zuhörende! Die Fraktion Die Linke fordert in ihren Anträgen den Stopp des Abbaus der Bahninfrastruktur und die Reaktivierung von Bahnstrecken. Ich habe mir mal angeguckt, was das bedeutet, und die Zahlen, die ich gesehen habe, sind leicht andere, aber gleich dazu. Wenn Strecken stillgelegt werden, heißt das nicht unbedingt, dass alle Gleise abgebaut werden. Viele von diesen Strecken werden als Nebenbahnen, also zum Rangieren, weiter benutzt. Oder sie werden verkauft und sind dann private Gleisanschlüsse, zum Beispiel für Firmen. Die Güterverkehrsstellen, die Sie ansprechen, die geschlossen werden, werden auch nicht abgebaut. Es heißt nur, dass sie nicht mehr regelmäßig angefahren werden, und sie können jederzeit reaktiviert werden. Sie haben in Ihrem Antrag noch einen wichtigen Punkt angesprochen. Das ist der Fahrkartenverkauf im Bahnhof. Ja, da werden viele Verkaufsstellen geschlossen oder privatisiert. Das hat allerdings auch mit den Ausschreibungsbedingungen von Landesnahverkehrsgesellschaften zu tun. Und zugegebenermaßen, diese Privatisierungen funktionieren manchmal besser und manchmal leider nicht so gut. Und die Strecken, die stillgelegt werden, werden auch oft nicht komplett abgebaut, sondern wie bei der sogenannten Amerika-Linie, von einem doppelgleisigen Bahnstrecke wird ein Gleis weggenommen und eins bleibt liegen. Aber zum Beispiel bei dieser Amerika-Linie haben wir jetzt beschlossen, dass wir Teile des abgebauten Gleises wieder hinbauen, also Zahlen hin, Zahlen her. Ich denke, wir können uns darauf einigen, es wurde einfach zu viel abgebaut. Und die Frage ist noch mal, wer entscheidet das denn eigentlich, dass eine Strecke stillgelegt wird? Das Eisenbahnbundesamt hat dazu ein sehr kompliziertes Verfahren. Als erstes muss festgestellt werden, dass die Strecke nicht mehr gebraucht wird. In der Regel 2 Jahre ist dort kein Zug gefahren. Und dann ganz wichtig, es muss auch niemand da sein, der diese Strecke irgendwann wieder bedienen will. Erst dann wird sie stillgelegt, und ich denke, das sind die begründeten Ausnahmen, von denen Sie ja auch in Ihrem Antrag sprechen. Und es ist auch so, dass im Moment solche Ausnahmen gemacht werden. Ganz aktuell in diesem Monat sind wieder Strecken stillgelegt worden, unter anderem in Bochum, der ehemalige Anschluss an das Opelwerk. Das waren ca. 500 Meter. Das Gelände von Opel ist inzwischen veräußert. Die neuen Besitzenden haben kein Interesse an dem Anschluss, also wird er stillgelegt. Aber es gibt auch Stilllegungen, die im Interesse von Kommunen sind. In Niedersachsen gibt es eine Kommune, in der es mal eine Bundeswehrkaserne gab, die hatte ein Gleis, um Bundeswehrmaterial zu verladen. Die Kaserne gibt es nicht mehr, das Gleis ist über. Die Kommune würde da gerne einen Fahrradweg bauen. Ich glaube, wir sind uns einig, da kann es durchaus sinnvoll sein, so ein Gleis stillzulegen.
Viele dieser stillgelegten Strecken sind aber Nahverkehrsstrecken. Und da wurde schon mehrfach darauf hingewiesen, dass die Länder inzwischen Programme haben, um diese Strecken wieder zu reaktivieren, auch um Haltepunkte wieder zu reaktivieren, damit dort wieder Verkehre stattfinden können. Und der Bund unterstützt diese Ansinnen, es wurde auch schon gesagt, mit den weit über 8 Milliarden Euro, die wir jährlich an die Länder für den Nahverkehr geben. Und das ist auch sehr gut so. Wir haben auch die zuletzt 2016 angepasste Gleisanschlussförderrichtlinie. Mit dieser Richtlinie können nämlich eigentlich unwirtschaftliche Gleisanschlüsse für Firmen wirtschaftlich werden. Und wir können dadurch viele Güter, die sonst auf der Straße transportiert worden wären, auf die Schiene holen. Also wieder ein Konzept der Bundesregierung, was durchaus Sinn ergibt. Insgesamt haben wir in diesem Jahr oder werden wir in diesem Jahr die Rekordsumme von 10,7 Milliarden Euro für die Schieneninfrastruktur ausgeben. Das sind 1,3 Milliarden Euro mehr als noch im Jahr 2018. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linksfraktion, Ihre erste Forderung, deutliche Erhöhung der Finanzen für die Schiene, haben wir somit erfüllt. Aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, dass es bei Neubau von Schienen, so wie Sie ihn ja fordern, immer mehr Bürgerproteste gibt. Und auch da haben wir gesagt, wir wollen lieber den Ausbau vor dem Neubau. Aber auch beim Ausbau haben wir natürlich das Problem, ein Ausbau heißt mehr Züge, mehr Lärm. Und da sind die Menschen natürlich an den Strecken zu Recht nicht gerade begeistert davon. Das heißt, wir haben Dialogforen initiiert, in denen die Menschen mit der Bahn und der Politik Kompromisse erarbeiten. Und wir werden noch in diesem Jahr hier im Hause mehrere Anträge haben, wo wir das zusätzliche Geld für die übergesetzlichen Maßnahmen aus diesen Beschlüssen debattieren. Und ich bin mir sicher, wenn es sinnvoll ist, auch zur Verfügung stehen werden. Eine ganz zentrale Kennziffer für die Frage, funktioniert unsere Politik oder nicht, ist die Verkehrsleistung. Und da ist es schon darauf hingewiesen worden, wir haben Rekordzahlen auf der bestehenden Infrastruktur. Im Schienenpersonennahverkehr betrug die Zahl der Reisenden im Jahre 2018 knapp 2,7 Milliarden Personen. Das ist im Vergleich zu 10 Jahren vorher fast 40% mehr. Eine eindeutige Erfolgsgeschichte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Im Schienenpersonenfernverkehr haben wir 2018 insgesamt etwa 150 Millionen Fahrgäste befördert. Das sind gut 4% mehr als im vergangenen Jahr. Also unsere Politik scheint den richtigen Weg zu haben. Sie zeigt Früchte. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir natürlich nicht mit dem Schienennetz zufrieden sind, wie es jetzt ist. Die Vorredner haben schon viele Programme angesprochen. Ich ergänze nur noch das Programm für 740-Meter-Züge, also für lange Güterzüge, wo in diesem Jahr noch die ersten Strecken gebaut werden, wo die Planungen laufen, wo wir ein Sonderprogramm haben, was uns deutlich erleichtern wird, vernünftig die Güterverkehre auf der Schiene auch wirtschaftlich abwickeln zu können. Und wir haben natürlich noch ein ganz großes Problem, ich gebe zu, da müssen wir uns noch sehr anstrengen, das ist das Thema Digitalisierung auf der Schiene. Wenn wir das vernünftig anpacken und auch finanziell hinterlegen können, dann können wir mit dem bestehenden Netz 20% Kapazitätsreserven geben. 20%, liebe Kolleginnen und Kollegen, die wir dringend brauchen für eine Mobilitätswende und für den Klimaschutz. Gemeinsam müssen wir hier zusammenstehen, damit wir das hinbekommen. Zusammengefasst, die Forderungen aus dem Antrag nach einer Trendwende haben wir erfüllt. Es gibt mehr Geld für den Schienenverkehr. Wir machen Reaktivierung von Strecken. Das spiegelt auch der Koalitionsvertrag wider, in dem eindeutig steht, ich zitiere, für uns steht als Eigentümer der Deutschen Bahn AG nicht die Maximierung des Gewinns, sondern eine sinnvolle Maximierung des Verkehrs auf der Schiene im Vordergrund. Und daran richten wir unsere Bahnpolitik aus. Herzlichen Dank. Sagt Kirsten Lühmann von der SPD, die auch weitere beeindruckende Zahlen genannt hat. 2,7 Milliarden Personen 2018. Man kann es kaum fassen. Andere Zahlen, wie zum Beispiel die Verspätungsminuten oder die ständig steigenden Preise, fanden allerdings in dieser Rede nicht statt. Thorsten Herbst jetzt für die FDP. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Verbotsforderungen haben ja im politischen Berlin derzeit Hochkonjunktur.
Die Grünen wollen Flugreisen verbieten, Autos mit Verbrennungsmotoren. Die Linken wollen privaten Wohnungsbesitz verbieten. Und jetzt haben sie sich wieder ein neues Verbot ausgedacht. Sie wollen verbieten, dass Bahnstrecken und Bahnimmobilien entwidmet oder verkauft werden. Damit aber sind sie auf dem Holzweg, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist ja wohl unstrittig unter allen Fraktionen, dass eine bessere Bahn auch eine bessere Infrastruktur braucht. Nur stellt sich die Frage, erreichen wir dieses Ziel mit Ihren beiden Anträgen? Und da sage ich nein. Denn im sozialistischen Traumland, liebe Frau Leidig, da regnet Geld in unendlicher Menge vom Himmel. In der Realität der Eisenbahnpolitik sieht das anders aus. Deshalb sollten wir das Geld dort investieren, wo es auch einen großen Nutzen bringt, meine Damen und Herren. Und deshalb ist es auch nicht entscheidend, wie lang nur ein Netz ist, sondern dass die Gleise an der richtigen Stelle liegen. Und ja, wir brauchen mehr Überholstrecken im Eisenbahnbereich. Ja, wir müssen Knotenpunkte ausbauen. Wir brauchen für den Güterverkehr mehr Anschlussgleise und Verladestellen. Aber was wir nicht brauchen, ist jede ungenutzte Nebenstrecke auf Teufel komm raus und so teuer wie möglich erhalten, meine Damen und Herren. Im Übrigen nützt das auch den Reisenden nichts. Wenn eine Strecke nicht mehr groß genutzt wird, wenn in einem Zug gerade mal eine Handvoll Reisende sitzen, es sind Tonnen von Stahl, die dort bewegt werden, dann ist das weder ökonomisch noch ökologisch sinnvoll, Herr Gastel, auch wenn Sie das anders sehen. Und manchmal ist es aus Sicht der Fahrgäste das bessere Angebot, wenn 5-6 Mal am Tag ein Busangebot besteht, als wenn 2 Mal ein Zug kommt. Es geht nämlich um Mobilität und nicht um Ideologie, liebe Grüne. Und was heißt denn ein komplettes Verbot für Entwidmungen, für Stilllegung von Strecken? Was heißt das? Für die Kommunen weniger Entwicklungsmöglichkeiten. Es wurde schon angesprochen, wenn zum Beispiel ehemalige Bahnstrecken für touristische Nutzung aufbereitet werden. Stichwort Fahrradwege. Private Investoren, die vielleicht ehemalige Bahnhofsgebäude zu Wohnraum ausbauen wollen. All das ist nicht mehr möglich, wenn wir Ihrem Antrag folgen, liebe Linke. Ein Verbot jeglicher Veränderung bedeutet, dass Sie eben nicht mehr bedarfsgerecht ausbauen können. Und, meine Damen und Herren, was wir viel dringender brauchen, die Mittel, die wir haben, zum Beispiel in eine schnellere Digitalisierung des Eisenbahnnetzes zu investieren, damit wir Kapazitäten an der richtigen Stelle erhöhen. Ich habe beide Anträge sehr im Detail gelesen, deshalb kann ich auch die entsprechende Kritik aufnehmen. Die OECD hat vor kurzem gesagt, bei der Steuerlast ist Deutschland Weltspitze, doch die Infrastruktur verfällt. Da ist was dran, meine Damen und Herren, weil wir uns zum Teil verzetteln und nicht dort investieren, wo wir es für eine schnelle, bessere, zuverlässige und innovative Bahn brauchen. Eine Bahn, die wieder zu einem Aushängeschild des Hochtechnologiestandorts Deutschland wird. Das wollen wir und das ist das Gegenteil von dem, was Sie wollen, liebe Linke. Thorsten Herbst war das für die FDP. Zur Bahninfrastruktur hat jetzt das Wort Matthias Gastel von den Bündnisgrünen. Er ist der bahnpolitische Sprecher seiner Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Bahn in Deutschland ist das Opfer politischer Missachtung und politischer Fehlentscheidungen. Die meisten Sünden in Sachen Bahn liegen in der Vergangenheit, aber leider eben längst nicht alle. Auf jeden Fall holen uns diese Sünden heute immer mehr ein. Über Jahrzehnte wurde abgebaut die Infrastruktur im Bereich der Überholgleise, der Abstellgleise von Weichen und Verladestellen für den Schienengüterverkehr. Das heißt, die Unternehmen haben immer schwieriger den Zugang überhaupt noch zur Schiene. Auf vielen früheren Bahnanlagen finden sich heute Straßen, Lebensmitteldiscounter oder Baumärkte. Die Folge ist, wir haben zwar so viel Bahnverkehr wie noch nie, aber auf geschrumpften Gleisen mit allen Problemen, Kapazitätsengpässe, Überlastungen, Verschleiß der Infrastruktur und Verspätungen. Ich war kürzlich auf einem Kongress zum Schienengüterverkehr. Da haben Logistiker erklärt, dass ihnen immer häufiger Kunden ausdrücklich untersagen, die Güter per Bahn zu transportieren, weil sie sich nicht sicher sein können, dass die Fracht pünktlich ankommt und sie nicht nachvollziehen können, wo sich ihre Fracht derzeit befindet. Das ist die Situation und das sind die Folgen einer völlig verfehlten Bahnpolitik von Jahrzehnten.
Daher muss, wer Bahn ausbauen möchte, erst mal den Abbau von Bahninfrastruktur stoppen. Die Gegenwart unter Schwarz und Rot sieht aus wie folgt. Sie brüsten sich zwar damit, die Luftmittel zu erhöhen, also die Mittel für die Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, den Erhalt der Substanz, aber dieses Plus von 1 Milliarde ist wesentlich zu wenig, vor allem dann, wenn man die Preissteigerungen im Baugewerbe sieht, dann weiß man, dass die Infrastruktur weiterhin zerfallen wird, anstatt dass sie besser wird. Sie können mit dem Mehr an 1 Milliarde noch nicht mal das sogenannte kapazitätsschonende Bauen finanzieren. Das heißt, man hat Probleme mit mehr Baustellen, weil die Kapazität dann schwindet und man nicht die Möglichkeit hat, Baustellen so zu organisieren, dass die Kapazität wenigstens noch teilweise erhalten wird. Deswegen ist es eindeutig zu wenig. Aber auch über die Luft hinaus, die ja im Grunde richtig ist, dass da mehr reingesteckt wird, machen Sie das Notwendige nicht. Wo ist denn zum Beispiel die Finanzierung des Deutschlandtaktes? Wo ist die Finanzierung der Digitalisierung der Schiene? Und wo ist das, was notwendig ist, um einen fairen Wettbewerb zwischen Bahn, Lkw, Auto und Flugzeug herzustellen? Fehlanzeige bei Schwarz und Rot. Viele Fehler wurden in der Vergangenheit gemacht, manche auch noch bis heute. Entscheidend ist, dass jetzt endlich die Konsequenzen gezogen werden. Und die anstehenden Haushaltsberatungen könnten doch eine wunderbare Chance dafür sein, beispielsweise ein Gleisanschlussförderprogramm aufzulegen für einen starken Schienenverkehr im Güterbereich, Streckenreaktivierungsprogramme aufzulegen, Elektrifizierung vorzunehmen von Dieselstrecken, Digitalisierung. Und wenn Sie fragen, wie man das finanziert, die Lkw-Mauteinnahmen sprudeln, aber Sie investieren diese Einnahmen ausschließlich in einen noch längeren und breiteren roten Teppich für immer mehr Lkw auf den Autobahnen. Und genau das ist der Fehler. Eine starke Bahn ist nötig für eine nachhaltige Mobilität der Menschen. Eine starke Bahn ist nötig, damit weniger Lkw auf den Autobahnen unterwegs sind und durch die Ortschaften brettern. Und eine starke Bahn ist notwendig, um die Klimaziele zu erreichen. Sie haben in den Haushalt eingestellt 300 Millionen Euro Strafzahlungen für verfehlte Klimaziele. Wie schön wäre es, wenn wir dieses Geld nicht an Strafe zahlen müssten, sondern übrig hätten, um sie in die Schiene zu investieren. Das wäre eine gute Investition. Machen Sie das doch mal endlich. Vielen Dank, Matthias Gaste. Florian Ossner hat als nächster das Wort. Er ist der vorletzte Redner hier zu diesem Punkt Bahninfrastruktur. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Linke und Grüne, ja, lieber Herr Gastel, bitte tun Sie mir einen Gefallen. Hören Sie auf, die ewige Mär zu verbreiten. Der Bund investiere nur einseitig in die Straße und vernachlässige die Schiene. Mit dem ständigen Wiederholen der Unwahrheit wird Falsches einfach nicht wahr. Ganz im Gegenteil, ich werde es Ihnen erklären, ganz im Gegenteil, schon in der vergangenen Legislaturperiode hat das Bundesverkehrsministerium die Investitionen im Bereich der Schiene deutlich erhöht. Der Bundesverkehrswegeplan sieht 2030 sieht ein Schieneninvestitionsvolumen von über 113 Milliarden Euro vor. Das sind übrigens 42% des Gesamtvolumens für unsere Verkehrswege, ein absolut historischer Spitzenwert. Auch in 2018 erreichten die Investitionen in das Schienennetz ein Rekordniveau. Bundesminister Andreas Scheuer hat mehrfach deutlich gemacht, dass er diese Politik konsequent fortführen und weiterentwickeln möchte. Etliche Projekte wurden durch ihn vom potenziellen in den vordringlichen Bedarf hochgestuft und damit beschleunigt. Dafür gilt es, ein herzliches Dankeschön an den Bundesminister auszusprechen. Die Mittel für den regionalen Verkehr, die sogenannten GVFG-Mittel, meine Vorredner haben schon angesprochen, wurden oder werden bis 2021 verdreifacht. Das sind die Fakten und aus meiner Sicht sprechen diese auch für sich. Hinzu kommen noch über 50 Millionen Euro für nachhaltige Antriebe im Schienenverkehr, wie die Förderung von Batterie, Brennstoffzellen sowie Hybridfahrzeugen. Mit dem Innovationsprogramm Logistik 2030 wollen wir zudem den Schienengüterverkehr durch digitale Anwendungen
und mit ETCS fördern, sowie einen 740-Meter-Zugnetz und autonomen Loks an den Start bringen. Sie sehen also, wir bewegen die Schiene. Allerdings betreiben wir anders wie Sie keine ideologische Verkehrsdebatte, sondern wir unterstützen nicht alle Verkehrsträger, spielen diese nicht gegenseitig aus und arbeiten mit einem ganzheitlichen Blick verkehrsträgerübergreifend. Konkret nochmals zurück auf Ihre Anträge. Sie fordern, ich zitiere, die Bahn wieder ins Land bringen, Bahnstrecken reaktivieren und Abbau von Bahninfrastruktur stoppen. Also würde das verfilmt werden, dann wäre der Titel wohl zurück in die hochdefizitäre Staatsbahn. Allerdings möchte ich nicht der Produzent dieses Filmes sein, vor allem der dieses Projekt auch noch zu finanzieren hat. Ebenso wie Enteignungen keine neuen Wohnungen in Berlin schaffen Streckenreaktivierungen an wenig genutzten Routen auch nicht automatisch mehr Nachfrage. Das sind wirklich die Rezepte von gestern. Und verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin grundsätzlich dafür, Strecken offen zu halten, wenn dies wirtschaftlich sinnvoll ist. So zum Beispiel in meiner Heimat bei der Güterstrecke Schierling-Langweid. Aber anders als Sie sehe ich die Notwendigkeit, dass Investitionen vor allem dort erfolgen sollen, wo eine ausreichende und nachhaltige Nachfrage besteht oder wo sogar Engpässe vorhanden sind. Und bei den großen neuen Ausbaustrecken konzentrieren wir uns derzeit bewusst auf Kernnetzkorridore. Wir unterstützen dabei auch die Europäische Kommission, hoffentlich bald unter der Führung von Manfred Weber, bei der Entwicklung und Aufbau des transnationalen Tennnetzes. Mit dem Stilllegen unwirtschaftlicher Strecken wird Spielraum geschaffen, dass die vorhandenen Mittel auch dort eingesetzt werden, wo sie ökonomisch und ökologisch sinnvoll sind, wie auch bei uns in Landshut-Plattling, wo hier streckenweise zweigleisig ausgebaut wird. Anders als die Linken setzen wir uns deshalb für eine flächendeckende Erschließung ein. Wir setzen auf einen Mix der Verkehrsträger, auch was Buszubringerrouten anbelangt. Damit wird klar, aus den genannten Gründen sind die vorliegenden Anträge abzulehnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Florian Ossner von der CSU. Und der letzte Redner, Felix Schreiner, hat jetzt das Wort. Er ist der letzte Redner zu diesem Debattenpunkt und damit auch heute hier im Deutschen Bundestag. Für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, da gibt es ja gar nichts mehr hinzuzufügen. Der Kollege Ossner hat ja in allem recht. Danke ich Ihnen. Aber so einfach mache ich es Ihnen dann doch nicht. Herr Krischer springt schon auf und möchte in den wohlverdienten Osterurlaub. Wenn man die Anträge der Linken anschaut und auch wenn man die Rednerinnen der Opposition gesehen hat, dann kommt man ja wirklich zum Eindruck, ich weiß nicht, ob Sie wirklich Verkehrspolitik in Deutschland verstanden haben, meine Damen und Herren. Sie tun ja hier so, als würde überhaupt nichts passieren. Hätten Sie mal in den Haushalt geschaut, würden Sie sehen, was es alles gibt, und es hätte diesen Antrag vielleicht sogar überflüssig gemacht. Der Schienenverkehr für den Güterverkehr wird attraktiver gemacht. Übrigens wurden die Trassenpreise auch gesenkt. Auch kein Wort dazu. 175 Millionen sind dafür zur Verfügung. Wir haben es gehört. 8 Milliarden Euro Regionalisierungsmittel, 1 Milliarde Euro GVFG-Mittel für Investitionen. Das kommt bei den Ländern an, und damit kann man wirklich Geld in die Schiene und auf die Schiene bringen, meine Damen und Herren. Wir hatten dieser Tage Besuch aus der Schweiz, und die Schweiz ist ja immer das Musterbeispiel am Schienenverkehr. Herr Gaskell war auch dabei, und da haben wir auch diskutiert über den großen Vertrag von Lugano, wo wir die Voraussetzungen dafür schaffen und eine leistungsfähige Zulaufstrecken auch im Zuge der NEAD und der Alpentransversalen schaffen. Auch da sind wir dran, und natürlich sind wir da im Verzug, keine Frage. Aber ich will ihm am Beispiel der Rheintalbahn mal eben auch was zur Wahrheit vielleicht beitragen. Wir können über Gleisreaktivierung reden, wir können über mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene sprechen, alles richtig, wir wollen den Ausbau der Schieneninfrastruktur, aber wenn wir auch ehrlich sind, dort, wo wir es dann machen, wo dann auch zu einer Mehrbelastung für die Bürgerinnen und Bürger natürlich das führt, da haben wir eine andere Diskussion. Und ich glaube, es ist doch gerade am Beispiel der Rheintalbahn ein Musterbeispiel dafür, wie Bund, Land,
Bürger und Gesellschaft dafür gesorgt haben, dass man Projekte dann eben auch mit gemeinsamen Mitteln vorantreiben kann. Und dieser Bundestag hat 1 Milliarde Euro mehr Lärmschutz für die Rheintalbahn beschlossen. Auch das war eine gute Maßnahme, aber das braucht eben auch Zeit, meine Damen und Herren von der Opposition. Und weil, wissen Sie was, also ich kenne Ihren Spitzenkandidaten gar nicht, ich würde mich freuen, wenn Manfred Weber wirklich das wird. Ja, das ist doch eine tolle Botschaft heute. Ja, die Reaktivierung auch und die Elektrifizierung ist ein Schwerpunkt. Auch da gibt es ganz konkrete Ziele. Bis 2025 sollen 70% des Schienennetzes elektrifiziert sein. 2000 Kilometer der Strecke soll elektrifiziert werden, kostet übrigens 10 Milliarden Euro. Und ich sage Ihnen auch, ich komme aus einer Region, wo die Elektrifizierung der Hochrheinstrecke ansteht, 300 Millionen Euro für ein relativ kleines Schienenprojekt, wo wir gemeinsam Bund, Land, Herr Gastel, Land, die Landesregierung von Baden-Württemberg, übrigens ein grüner Verkehrsminister, steht da meistens auch dafür, der redet auch anders im Landtag, wie Sie hier übrigens, meine Damen und Herren von den Grünen. Und wir werden gemeinsam diese Maßnahmen umsetzen. Aber hören Sie auf, den Menschen draußen hier zu erklären, dass überhaupt nichts in der Schiene passiert. Sie erzählen den Leuten einfach nicht die Wahrheit, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, es ist die letzte Rede vor Ostern. Deshalb höre ich jetzt nicht mit der Osterbotschaft auf. Aber ich sage ganz ehrlich, ich wünsche Ihnen ein schönes Osterfest und hoffe, dass wir bei der nächsten Bahndebatte dann vielleicht ein bisschen mehr über die Qualität reden, wie nur über solche Sachen, wie Sie in Ihrem Antrag geschrieben haben. Danke schön. Sagt Felix Schrein, aber vorher, bevor es in den Osterurlaub geht, muss hier noch gearbeitet werden. Die Aussprache interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 9076 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sie sind damit einverstanden, dann ist die Überweisung so beschlossen. Wir kommen zu einer Abstimmung. Herr Gastel, das betrifft Sie womöglich auch. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur zum Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Abbau von Bahninfrastruktur stoppen. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/8804 den Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19/7907 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen sehe ich keine. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von SPD, CDU, CSU, FDP und AfD. Dagegen waren die Fraktionen der Linken und von Bündnis 90 die Grünen.